Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Simulator. Wir fahren heute ein kleines Testszenario, was ich erstellt habe. Mit der 110, ich habe es ja bereits angedroht. Und den 70er Silberling von RW0831, ist das, glaube ich, richtig. Ein bisschen KI-Verkehr habe ich eingebaut, zum Beispiel schiebt hier gerade eine Curve einen Rheingoldzug, der dann später hier zusammengestellt wird. Wir befinden uns aktuell in Finnentrop. Und ja, wir wollen gleich mal die Lok aufrüsten. Also wir schalten die Batterie ein. Legen die Handbremse um. Luft brauchen wir noch ein bisschen mehr. Da kommt uns auch gerade schon ein Güterzug entgegen. Und zwar eine 140. Die hatte ich mir nämlich auch gleich mitgekauft. Fand ich ganz cool. Ein gemischter Güterzug ist immer schön. Der hat aber einige Flachstellen. Gut, wir können währenddessen, können wir hier eben nochmal den Fahrgastbetrieb einschalten. Wir schalten Stromabnehmer 2 vor. Heben den auch gleich. Jetzt müsste hier gleich die Fahrdrahtspannung anspringen. Natürlich. Klappt ja wie geschmiert. So. Hauptschalter. Instrumentenbeleuchtung kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Wir haben Abfahrt bekommen. Das interessiert uns gerade, aber auf jeden Fall auch, es interessiert uns. Aber ich muss hier noch kurz was gucken. Das wäre soweit. Dann schalten wir jetzt die Lok auf. Und ich würde sagen, dann fahren wir jetzt erstmal los. Wir werden, keine Ahnung, ich glaube zwei Haltestellen werden wir auf jeden Fall mal fahren. Das habe ich jetzt vergessen einzuschalten. Ach, ja, die Bremse ist noch nicht komplett gelöst. Jetzt aber. So schnell kommt uns hier schon eine E10 entgegen. Ich hatte eigentlich viel später mit der E10 gerechnet, als ich das Szenario gebaut habe. Die natürlich auch hier mit den Silberlingen. Ist ja selbstverständlich. Den Scheibenwischer machen wir auch noch an. Genau, den hatte ich vergessen. Schalten wir mal auf Fahrstufe 10. Schön verschneit hier in auf der Hagen Siegen V3. Ja, ob ich das Szenario noch fertigstelle, weiß ich noch nicht. Ich krieg immer kurz vor Hagen einen One Out of Memory. Muss ich mal gucken. Generell wollte ich ja mal mehr im Train Simulator machen. An Modding und... Ja, wir haben hier auf jeden Fall, haben wir HP1. HP1 ist, glaube ich, richtig. Also Fahrt, freie Fahrt. 100 ist aktuell die Höchstgeschwindigkeit. Das wollen wir natürlich auch einhalten. Hier müsste noch eine... Nein, da stand keine Lok. Die Lok legt sich auch so schön in die Kurve, wie ich finde. Komm, den können wir auch mal anmachen. Schön asynchron. Spitzenlicht müssen wir natürlich auch noch einschalten. Als echter Lokführer fährt man immer ein paar Stundenkilometer weniger als erlaubt. Weil man kann sich nie zu 100% auf die Anzeige verlassen.
Ja, das Szenario spielt so zur Zeit der Deutschen Bundesbahn. So im Bereich 1970. Ich weiß, dass da wahrscheinlich hier noch einige ältere Bahnhöfe in Betrieb wären, die jetzt nicht mehr in dieser Strecke in Betrieb sind. Aber das soll uns gar nicht mal weiter stören. Okay, da war mir gerade... Ich muss einen guten Punkt abwarten, bis mir kein Mast oder Gebüsch im Weg ist. Da Screenshots zu machen ist manchmal gar nicht so einfach. Der hier war jetzt aber gut. Endlich. Ihr habt gerade nur Peach, Quietsch, Quietsch gehört. Da kommt ein 80er Bereich. Da wird es uns vorgewarnt. Ich lasse mich ja mal überraschen, was er noch gespeichert hat aus dem Szenario. Ja. Das Ganze ist ja jetzt kein episodengestaffeltes Teil mehr, sondern jetzt halt komplette Touren. Das hier ist die erste nicht komplette Tour, beziehungsweise auch die erste neue Folge unterm Train Simulator. Ja. Was kommt uns da denn entgegen? Nur 103. Als Einzellok. Die ist nämlich gerade unterwegs nach Finnentrop, wo sie gleich vor den Rheingold, der da zusammengestellt wurde, angekuppelt wird. Ich überlege mir da immer so ein paar kleine Geschichten, wie man so ein Szenario am besten umsetzen kann. Der ist zwar sogar beschränkt, aber da haben wir einfach mal einen kurzen Makrotest gemacht. So. Ich finde das schön irgendwie so mit Schnee und dieser Lok. Hat irgendwie was. Erinnert mich so irgendwie an das Weihnachten, das ich nie hatte. Ja. Gut, ja, es ist jetzt nur noch eine Woche bis zum Train Simulator 2016. Da kommt uns sogar eine 03 entgegen. Die waren ja um die Zeit, glaube ich, sogar auch noch unterwegs. Hatte ich mal mit eingebaut. Da hinten dampft sie weg. Ach, ist das schön. Jetzt hier auch so über eine Brücke. Da gehen die FPS ganz schön in den Keller. Ja, ich glaube, wir werden bis Werdohl oder so fahren. Ich will mal wissen, also was uns jetzt, Zug 6 kommt uns jetzt gleich entgegen, der dürfte jetzt gleich schon in Sichtweite sein. Ja, da hinten ist er schon.
Genau, das war nur 151 in Blau-Beig. Mit einem kurzen Güterzug. Grüße an der Stelle an den Kollegen. Aber was kommt uns denn noch entgegen? Es kommt uns noch Zug 7 entgegen. Und Zug 8, 9 und 10 hat er nicht mehr mitgespeichert, ne? Ne, wieso sollte er auch? Ist ja nicht so, als hätte ich 3 Stunden an diesem Szenario oder länger schon dran gesessen. Alleine heute 4 Stunden oder so. Oh, wir sind so schnell. Da war wieder eine 110. Gut, und der Bremszylinder ist jetzt wieder leer. Das heißt, ich kann wieder aufschalten. Hier kommt ein 70er Bereich. Ja, aber das soll einfach mal hier so diese kurze Tour von 20 Minuten soll euch einfach mal so einen Einblick verschaffen, wie schön der Train Simulator eigentlich sein kann. So. Das habe ich leider zu spät abgepasst. Also da ergeben sich auf jeden Fall schon ein paar schöne Motive, vor allem hier unten so von der Schienenunterkante. So, und wir sollten bremsen. So, wir rollen aber erstmal noch ein bisschen. Bis der komplette Zug im Bahnhof angekommen ist. Jetzt bremsen wir wirklich ab. Öffnen die Türen und lassen die Leute einsteigen. Ich mag Screenshots im Train Simulator zu machen. Ich bin nie so wirklich dieser Train-Spotter-Typ gewesen. Aber im Train Simulator mache ich gerne Screenshots. Das ist irgendwie eigentlich ganz schön. Wir haben Abfahrt, das heißt wir nutzen hier die Türen schließen Funktion. Türen sind schon zu. Gut, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 120 hier, die wir auch ausfahren werden. PZB und SIF haben wir mal nicht eingeschaltet. Heizspannung.
Komm, Zugheizung machen wir mal 1000 Volt. Hier schön vorbei an abgestellten Silberlingen. Da geht die Grafik ganz schön in den Keller. Aber die hat hier halt auch einfach viel zu berechnen und all sowas. Da muss ich sagen, einfach nur wunderschön. Also ich kann diese Lok wirklich nur ans Herz legen. Vor allem eigentlich generell Virtual Railroad Sachen kann ich nur ans Herz legen. In 6 Kilometern sollen wir in Werdohl sein. Wir haben jetzt fast 120 drauf. Das heißt, ich bin mal mit den Fahrstufen ein bisschen runtergegangen. So, gleich kommen wir in den Tunnel. Haben wir eine Steigung? Nee. Wir haben jetzt gleich sogar ein Gefälle. Jetzt geht's erstmal in den Tunnel. So, das war, da waren wir, sind wir auch schon längst wieder aus dem Tunnel raus. Auch hier einfach nur, ich muss sagen, das Orientrot steht dieser Lok. Auch dieser Deutsche Bundesbahn-Look, dieser gesamten Zuggarnitur, die ich hier fahre. Sieht einfach nur astrein aus. So, da kommt Werdohl schon. Komm, lassen wir die Lok doch einfach nur noch rollen. Lohnt sich da jetzt gar nicht mehr zu beschleunigen. In Werdohl endet dann auch unsere lustige kleine Tour. Das soll jetzt ja einfach nur das Let's Play zur Baureihe 110 Orientrot von Virtual Railroad sein. Komm, wir fangen mal an, ein bisschen runter zu gehen von der Geschwindigkeit.
So, mit 60 kann man immer in den Bahnhof einfahren eigentlich. Gut. Jetzt lassen wir nur noch rollen. Gut. Damit wären wir auf jeden Fall in Werdohl angekommen. Noch so weit wie es geht rollen. Und jetzt stehen bleiben. Türen öffnen. Wir sind auch mit dem letzten Wagen noch im Bahnsteig angekommen. DB. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, schalten wir die Lok mal aus. Also, Hauptschalter aus, Licht aus, Stromabnehmer aus, Scheibenwischer meine ich natürlich. Batterie ist aus. Bremse wird jetzt noch bis zum Anschlag angezogen. Ja, ich weiß, dass wir Abfahrt hatten. Aber wir stehen jetzt hier. Das war's mit der Tour, mit der 110 von Finnentrop nach Werdohl. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, beim nächsten Mal gibt es dann ein richtiges Szenario. Da weiß ich noch nicht, Wasser fahren. Da werden wir aber auch was Schönes fahren. Vielleicht gibt es Train Simulator jetzt auch zweimal die Woche. Muss ich gucken. Viele Leute fragen ja danach. Und ich würde sagen, bis dahin und allseits gute Fahrt.